Dobar dan. Dobrodošli na video lekciju iz njemačkog jezika za sedmi razred. Das Thema ist über Vergangenheit sprechen, Lektion 2. Ovo su naši ishodi učenja. Učenik odgovara na osobna pitanja. Učenik razumije tekst o tijeku dana u prošlosti. Učenik opisuje ili govori o svom tijeku dana u prošlosti. Učenik koristi preterit i perfekt nekih glagola. Für diese Deutschstunde brauchst du ein Heft und einen Stift, Kopfhörer und Internetverbindung. Es ist wichtig zu sagen, dass du jederzeit Pause machen kannst. Za ovaj sat njemačkog trebate bilježnicu i olovku jer ćete nešto zapisati, slušalice i internet jer ćete rješavati digitalni zadatak. Važno je istaknuti da u svakom trenu možete pauzirati, zaustaviti video lekciju. Pa krenimo. Erinnerst du dich noch an diese Wörter? Sjećate li se još ovih riječi? Schaut euch die Bilder an. Pogledajte slike. Ja, ich habe gute Laune. Richtig, ich habe schlechte Laune. Ich bin müde. Ich bin draußen an der frischen Luft. Es ist sonnig und warm. Das Wetter ist sonnig. Es regnet. Es ist regnerisch. Erinnerst du dich an diese Sätze? Sjećate li se ovih izraza? Rečenica. Ich habe Spaß beim Lernen. Ich habe schlechte Laune. Ich habe gute Laune. Ich bin müde, glücklich, traurig. Es ist sonnig. Es ist regnerisch. Es ist kalt. Ich bin draußen. Ich bin in der Natur. Im Park, auf dem Balkon. Ich habe Zeit zum Joggen. Antworte auf diese Fragen. Odgovorite sad na ova pitanja i odgovore možete zapisati. Hattest du gestern gute Laune oder schlechte Laune? Wo warst du? Warst du draußen, in der Natur oder im Park? Hattest du Schule online? Wie war das Wetter? War es kalt, sonnig oder regnerisch? Welcher Tag war gestern? Hattest du Zeit für deine Hobbys? Hattest du Spaß beim Lernen? Erinnerst du dich an Leoni? Sjećate se Leoni i teksta o Leoni. Što je sve radila i gdje je bila? Pokušajte odgovoriti. Odgovore možete zapisati. Es war Montag. Leoni war nicht zu Hause. Wo war sie? Sie war in der Schule. Bis wann hatten Leoni und ihre Freunde Schule? Sie hatten Schule bis 3 Uhr nachmittags. War das cool oder anstrengend? Das war anstrengend. Waren alle müde? Ja, alle waren gegen 1 Uhr schon müde. Hatten Sie am nächsten Tag Schule online? Ja, ab Dienstag hatten Sie dann Schule online. Hatte Leonie jetzt Zeit für ihre Hobbys? Ja, jetzt hatte sie Zeit für ihre Hobbys. Pogledajmo sada
Koje prošlo vrijeme smo koristili pri postavljanju pitanja i pri odgovorima? Promotrite. Tako je, koristili smo preterit glagola haben i sein. A ovdje je tabela da se prisjetimo kako izgledaju svi oblici. Sada jedan zadatak za ponavljanje. Mache noch eine Übung. Hier der Link. Ovo je poveznica koju ćete unijeti u gornju traku tražilice. Poveznica je bit točkica li, kosa crta, zece, 9. Viel Spaß! Prije nego poslušamo novi tekst o Leoni, promotrimo što znači ovi izrazi. Was bedeuten diese Ausdrücke? Etwas aufräumen. Ich räume mein Zimmer auf. Das bedeutet, etwas in Ordnung bringen. Ich räume mein Zimmer auf und später sieht es besser aus. To znači pospremiti svoju sobu. Ich kriege das noch hin. Bedeutet, ich schaffe das noch. Das kann ich noch machen. Meine Güte. Das ist ein Ausruf, wenn du schockiert bist. Ich habe Lust zu malen. Ich möchte malen. Im Internet surfen. To surf in Internet. Mit Freunden chatten. To chat with friends. Ich schicke meiner Mama eine SMS. Ich sende meiner Mama eine Antwort per Handy. Pausirajte video, prevedite i zapišite. Prevedite izraze i rečenice sa lijeve strane tablice. A sada pokušajte odgovoriti. Das ist Leonie. Rate mal. Warum ist Leonie unter Stress? A. Sie hat nicht mit Freundinnen gespielt. B. Sie hat nicht gelernt. Oder C. Sie hat nicht gekocht. Zašto je Leonie pod stresom? Nije se igrala sa prijateljicama, nije učila ili nije kuhala. Hört euch den Text an und antwortet. Poslušajte sada tekst i odgovorite. Heute ist Mittwoch. Es ist schon 12 Uhr. Meine Güte, ich war den ganzen Tag zu Hause und ich habe nicht viel gemacht. Meine Mama hat mir eine SMS geschickt. Leonie, was habt ihr, du und dein Bruder, heute gemacht? Habt ihr gelernt? Hat Markus eingekauft? Hast du aufgeräumt? Meldet euch. Mama. Ich weiß, Markus hat auch nichts gemacht. Er hat Videospiele gespielt und im Internet gesucht. Ich habe mit Freundinnen gechattet. Dann hatte ich Lust zum Zeichnen und Malen. Aber ich hatte keine Lust zum Rechnen, zum Beispiel. Ich habe so schöne Bilder gezeichnet und gemalt. Ich hatte so viel Spaß dabei, wie damals in der ersten Klasse. Meine Freundinnen haben mir gesagt, sie haben auch nicht viel gemacht. Und meine Online-Schule beginnt bald. Ich habe meiner Mama noch keine Antwort geschickt. Aber ich bin sicher, ich kriege noch alles hin. Also, die richtige Antwort war B. Sie hat nicht gelernt. Leonie hat nicht gelernt. Und hier ist der Text über Leonie. Možete pauzirati video lekciju i pročitati tekst. Richtig oder falsch? Jesu li ove rečenice točne ili netočne? Zapišite u svoje bilježnice. Leonie war den ganzen Tag zu Hause. Sie hat viel gemacht. Ihre Schwester hat nur Videospiele gespielt. Sie hat für die Schule nicht gelernt. Sie hat nicht mit ihren Freundinnen gechattet. Ihr Bruder hat das Haus aufgeräumt. Sie hat eingekauft.
Ihre Mutter hat ihr eine SMS geschickt. Leonie hat gezeichnet und gemalt. Leonies Freundinnen haben auch nichts gemacht. Leonie hat ihrer Mama eine Antwort geschickt. Pogledajmo sada što je bilo točno, a što netočno. Zeleno obojene rečenice su bile točne. Leonie war den ganzen Tag zu Hause. Richtig. Sie hat viel gemacht. Falsch. Sie hat nichts gemacht. Ihre Schwester hat nur Videospiele gespielt. Das ist auch falsch. Das war ihr Bruder. Sie hat nicht für die Schule gelernt. Richtig. Sie hat nicht mit ihren Freundinnen gechattet. Das ist falsch. Sie hat mit ihren Freundinnen gechattet. Ihr Bruder hat das Haus aufgeräumt. Das ist auch nicht richtig. Er hat Videospiele gespielt. Sie hat eingekauft. Das ist auch falsch. Sie hat nicht eingekauft. Ihre Mutter hat ihr eine SMS geschickt. Das ist richtig. Leonie hat gezeichnet und gemalt. Das ist auch richtig. Leonies Freundinnen haben auch nichts gemacht. Das ist richtig. Leonie hat ihrer Mama eine Antwort geschickt. Das ist nicht richtig. Pogledajte još jednom tekst o Leonie. Zeleno označeni izrazi su, tako je, u preteritu, glagola, haben i sein. A ljubičasto označene riječi, odnosno izrazi, su isto u prošlom vremenu. Koje je to prošlo vrijeme? Možda ste čuli za njega. To je perfekt. Danas ponavljamo perfekt pravilnih glagola. U plavom balonu su rečenice. Ich habe gemalt. Markus hat Videospiele gespielt. Hast du aufgeräumt? Wir haben nichts gemacht. Meine Freundinnen haben etwas gesagt. Und habt ihr gelernt? Smjestite ih na pravo mjesto u tablici na lijevoj strani i zapišite. A ovo je rješenje. Sada promotrite. Od koliko dijelova se sastoji perfekt? Tako je, od dva dijela. Od pomoćnog glagola haben, ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben, i participa. Od glagola malen je to gemalt. Od glagola aufräumen, aufgeräumt. Od glagola spielen, gespielt. Od glagola machen, gemacht. Od glagola lernen, gelernt. I od glagola sagen, gesagt. Promotrimo. Ovo su primjeri za perfekt pravilnih glagola. Promotrimo prve tri rečenice. Na kojem mjestu u rečenici se nalazi pomoćni glagol haben? Tako je, na drugom mjestu. Što se nalazi na prvom mjestu? Tako je, subjekt, ich i er. Na kojem mjestu se nalazi particip, perfekta, drugi dio perfekta? Tako je, na kraju rečenice. Gemacht, gemalt i eingekauft se nalaze na kraju rečenice. A u pitanju, kako je to u pitanju? Promotrimo druge dvije rečenice. Habt ihr etwas gelernt? Was habt ihr gemacht? U prvom pitanju odgovaramo sa ja ili sa nein. Pa je pomoćni glagol na prvom mjestu. U drugom pitanju prvo imamo upitnu riječ, a odmah zatim pomoćni glagol. Gdje se ovdje nalazi particip? Tako je, isto na kraju. Habt ihr etwas gelernt? Na kraju pitanja. Was habt ihr gemacht? Na kraju pitanja. Zaključimo. Kako tvorimo particip pravilnih glagola? Kod machen i lernen je to g, osnova glagola, i t. G macht, g lernt. Kod einkaufen i aufräumen je to ein, gekauft, auf, geräumt. Zašto je to tako? Tako je, radi se o trennbare verben.
odnosno djeljivim glagolima. A sada jedan zadatak za vas. Unesite link, odnosno poveznicu, na gornju traku tražilice i riješite digitalan zadatak. Poveznica je bit.li/perfekt7. Viel Spaß wünsche ich euch! A sada ste vi na redu. Opišite svoj dan odgovarajući na ova pitanja. Svakako zapišite odgovore. Preterit je ovdje označen zelenom bojom, a perfekt ljubičastom. I ovo su pitanja. Wo warst du heute? Wie war das Wetter? Hattest du gute Laune oder schlechte Laune? Was hast du gelernt? Hast du eingekauft, aufgeräumt, etwas gezeichnet oder gemalt? In welchen Fächern hast du Hausaufgabe gemacht? Hast du Videospiele gespielt? Welche? Mit wem hast du gechattet? Wem hast du eine SMS geschickt? Wie hat er oder sie geantwortet? Und so antwortest du. Ovako možete odgovoriti. Ich war, das Wetter war, ich hatte, ich habe Hausaufgabe in gemacht, ich habe eingekauft, aufgeräumt, gemalt, gezeichnet. Ich habe gespielt, ich habe mit gechattet, ich habe eine SMS geschickt, er oder sie hat so geantwortet. Viel Spaß wünsche ich euch! Koliko smo uspješni bili u današnjoj video lekciji? Da vidimo. Ocijenite se sa sehr gut, jako dobro, gut, dobro, noch nicht, još nije. Bewerte dich. Ich kann auf persönliche Fragen antworten. Mogu odgovoriti na osobna pitanja. Ich kann einen Text über den Tagesablauf in der Vergangenheit verstehen. Mogu razumjeti tekst o tijeku dana u prošlosti. Ich kann das Perfekt und das Präteritum einiger Verben benutzen. Mogu koristiti Perfekt i Präterit nekih glagola. Ich kann meinen Tagesablauf in Vergangenheit beschreiben. Mogu opisati svoj tijek dana u prošlosti. Nadam se da smo opet dosta toga naučili i zabavili se pri tome. Bis bald. Bis zur nächsten Videolektion.